Hallo, ich bin der Steam vom SupportNet und heute zeige ich euch bei Windows 8, was ihr alles mit den Ecken und den Seiten machen könnt. Fangen wir mal an. Wir gehen oben rechts in die Ecke und fahren dann runter mit der Maus und schon haben wir ein Menü. Gehen wir raus, ist es weg. Und dasselbe können wir auch machen, wenn wir unten reingehen und hochfahren, haben wir das gleiche Menü wieder. Jetzt können wir zum Beispiel sagen Einstellungen. Jetzt haben wir hier oben immer die Einstellungen zu dem Programm, was wir offen haben. In dem Moment das Startmenü. Ich zeige euch das nochmal beim Internet Explorer. Gehe jetzt hier oben in die Ecke rein, fahre runter und habe mir dein Menü. Gehe ich Einstellungen und dann habe ich die Internet Explorer Einstellungen hier. Unten habe ich dann immer computerbezogene Einstellungen und hier gelange ich dann zu den richtigen Einstellungen, zu den Systemeinstellungen. Gut, jetzt sind wir im Internet Explorer und jetzt möchten wir wieder zurückgehen. Das können wir hier unten in die linke Ecke gehen, ihr seht es nochmal. Und wenn wir jetzt hier einmal raufklicken, sind wir wieder auch zurück. So, habt ihr jetzt hier tausende Apps auf eurem Startmenü, könnt ihr auch hier unten reingehen. Und ihr seht unten rechts vielleicht schon dieses kleine Symbol mit der Lupe, was verschwindet, wenn ich raufgehe. Wenn jetzt hier einmal raufklickt, wird das alles ganz minimiert. Klicken wir nochmal rauf. Und dann wird es wieder vergrößert. Gut, jetzt haben wir den Internet Explorer gerade eben schon geöffnet. Das heißt, wir können jetzt hier in die Ecke gehen und dann sehen wir den. Immer das letzte Programm. Wenn wir jetzt in die Ecke gehen und noch runter fahren mit der Maus, sehen wir die anderen Sachen, die noch offen sind. Hier wäre es der normale Desktop. Können raufklicken und da sind wir wieder. So, nochmal zurück. Jetzt möchten wir aber die ganze Zeit noch unsere Aktien im Auge behalten. Also öffnen wir die App, gehen dann oben links wieder rein, öffnen unseren Internet Explorer, gehen jetzt wieder hier oben. Jetzt sehen wir dieses kleine Aktienfenster. Und dieses ziehen wir jetzt hier an die Seite ran. Lassen los, also mit der linken Maustaste gedrückt. Und jetzt können wir im Internet surfen, auf unserer Lieblingsseite. Oder auf Windows 8. So, jetzt gehen wir mal SupportNet und haben die ganze Zeit immer unsere Aktienkurse im Blick. Wir können das Ganze hier auch, wenn wir einmal rübergehen, seht ihr, wie sich die Maus verändert. Linke Maustaste gedrückt halten. Und wir können zum Beispiel so machen, dass wir nur noch die Internetseite haben. Genauso können wir es auch mit Twitter machen oder mit irgendwelchen anderen Chatprogrammen. Wieder zurück oder ganz schließen. Gut, also wie gesagt, immer die linke Seite benutzen oder die rechte Seite runter. Hier habt ihr mal die Einstellungen. Hier gelangt ihr natürlich auch zum Start, wie ihr möchtet. Gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren und das war's auch schon.